Und hier ist Heini, schön, dass du auf meinem Kanal bist. Heute fange ich mal ganz anders an, und zwar der erste Teil von meinem Laser, den Atomstack X24 Pro. Jo, war richtig, ne? Ist verschwunden. Jetzt muss ich nochmal so eine kleine Einspielung machen. Jetzt erkläre ich das am Bildschirm gleich nochmal. Und dann möchte ich euch am Bildschirm zeigen, wie ich das mit diesem IKEA X24 Pro eben schön gebaut habe, ne? Batterie ist auch schon ein bisschen löss hier, ne? Seht ihr hier das schöne Lampe, wie ich das gemacht habe, da zeige ich euch damit, mit diesem IKEA und wie ich das am Lightburn entwerfe und mit diesem IKEA Laser, ja? Viel Spaß beim Video. Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders wie sonst, und zwar, wie gesagt, meine Datei ist kaputt, jetzt werde ich euch das mal eben aber so vorstellen. Und zwar, das ist der X24 Pro von Atomstack, IKEA, und das Geile daran ist einfach gewesen, dass das schöne Gerät einfach komplett geliefert wird. Das seht ihr hier an den Bildern. Ihr braucht nichts zusammenbauen. Das Einzige, was ihr müsst, ist natürlich wieder diesen Laserkopf da einfach draufschrauben, und das war's. Das ist in eins gegossen. Das könnt ihr hier erkennen. Ihr braucht nichts zusammenschrauben. Ist alles da, auspacken, Laserkopf drauf, und dann geht das los. Was ihr auch hier seht, ist einfach, was ich so geil finde. Du hast Kabellage und so alles. Hier hast du gar nichts im Weg, ne? Das ist hier alles schön mit Schleppketten und so alles da, ne? Also du hast da, wenn du am Arbeiten bist, keine Kabellage, was irgendwie im Weg ist. Hier vorne siehst du auch, wie gesagt, den X24 Pro, ne? Hier, ihr seht ja meine Mauszeiger. Da kommt dieser Schlüssel rein. Hier ist eine kleine LED-Leuchte. Und hier ist dieser On- und Off-Knopf. Rechts habt ihr eben diese Micro-SD-Karte, USB-C-Anschluss, und ganz rechts siehst du hier auch, hier siehst du rechts auch die Antenne, ne, der hat ja auch WLAN. Aber WLAN habe ich nie benutzt, weil irgendwie habe ich immer Probleme, wenn ich WLAN nehme, dass ich dann kein Internet mehr habe, ne? Und das geht ja nicht. Ich brauche ja Internet, ohne Internet geht das nicht, ne? Und wie gesagt, das ist ein 24-Watt-Modul. Und der ist eine neue Generation, das heißt, der kann tiefer schneiden. Und somit schaffst du auch zum Beispiel 12 mm oder sowas alles, ne? Kiefer zum Beispiel in einen Durchgang und brauchst nicht zwei Durchgänge. Als wenn das irgendwie ein Vergleichbares ist, was noch die erste Generation hat, ne? Hier seht ihr das auch, mach ich mal ein bisschen größer, ne? Verpackter blaue Laser der zweiten Generation, wie das aufgebaut ist hier. Wie das funktioniert, das seht ihr da. Und du, diese Technik kann da eben tiefer gravieren, schneiden. So, hier seht ihr jetzt auch, ne, der hat ja einen Spot von 0,06 mal 0,06. Die anderen haben 0,1 mal 0,1. Und dann siehst du diesen Unterschied jetzt, das Lösen, dieses Gesicht hier eben, ne. Ihr seht, das eben ist auch viel klarer. Und der hat eine Lebenserwartung, wenn man so sieht, also diese Lebenserwartung, da klingt ein bisschen komisch, ne? Der hat jetzt, sagen wir mal, eben bis 15.000 Stunden. Also, ne? Ist natürlich schon was, ne? Hier seht ihr da zum Beispiel, ne? Maximale Schnittdicke in einen Durchgang. Das ist jetzt dieser mit 24 Watt, ne? Wenn du schwarzen Acryl hast, ne? Schaffst du das, ups, bis 10 mm. Balsaholz 18 mm. MDF 5 mm. Wir reden immer, dass du das immer mit einem Schnitt hinkriegst, ne? Paulo Wiener Holz, ne? Wird ja fast hier gar nicht benutzt, davon abgewiesen. Speerholz hier, ne? Basewood, Speerholz. Sieht auch wie Speerholz, ja, jetzt sehe ich es auch. Bis 15 mm, wie gesagt, Kiefernholz 13 mm, ne? Schaffst du das alles mit einmal. Und natürlich Acryl, bunten Acryl. Und Metall macht er auch, 0,05. Okay, das ist sowas von dumm, das ist so mehr Alufolie, ne? Ich persönlich nutze das nicht, aber wer da nutzt, hat auch da die Möglichkeit. Und das Geile ist ja, das war ja schon beim Vorgängermodell, auch beim anderen, diese Kreuzlinien, ne? Da kannst du genau markieren, wo der anfängt zu gravieren. Ne? Du siehst das an diesem Kreuz da, ne? Kannst du richtig positionieren, dein Werkstück, und das funktioniert. Das ist richtig geile Technik. Das funktioniert. Du siehst das hier an diesem Bild, ne? Wie du es ausgerichtet hast, zack, dann weißt du gleich, aha, da wird der graviert. Und wie gesagt, hier kannst du bis zu 600 mm die Sekunde, überleg mal, 600 mm die Sekunde. Echt, ist schon eine Menge, ne?
kannst du gravieren. Andere zeigt der 100 an. Naja, gibt es auch welche, die können auch wahrscheinlich mithalten. Ne? Aber der mit 24 Watt hier, ne, zeigt er jetzt an mit 600 mm. Ist schon eine hohe, schöne Geschwindigkeit. Hier haben wir auch ja nochmal, ne, Linde Acryl, du kannst ja Holz, du kannst ja Leder, du kannst ja alles mitmachen, ne? Du kannst ja Glas mit gravieren und sowas alles, ne? Du kannst da alles mitmachen. Natürlich hast du auf der Homepage auch, wie gesagt, ne, Chancen dazu. Du kriegst so einen Cover, da kannst du dafür kaufen, ne? So dass es schön geschlossen ist, ne? Du kannst Rotary dazu kaufen. Der Display war bei mir dabei, Air Assistant war dabei, ne? Und wie gesagt, es ist ein All-in-One-Paket, was komplett alles dabei dann ist, ne? So, Atomstack hat auch selbst entwickelte Software, habe ich so noch nicht benutzt, sondern ich nutze immer Lightburn, weil ich mich mit Lightburn am besten immer auskenne. Ne? Aber wer sagt, ich will nicht kaufen, aber der kann dann hier von Atomstack, von IKEA, diesen selbst entwickelten Software selbst runterladen und damit auch testen natürlich. Ne? So, meine Lieben, wie gesagt, das ist jetzt dieser Atomstack. Wie gesagt, ist Picobello, also das ist, also das macht so einen stabilen, schönen, tollen Eindruck. Hochwertig verarbeitet, ne? Und jetzt zeige ich euch mal eben, was ich damit schön für eine kleine süße Nachtlicht gebaut habe, wie ich sowas mache, ne? Und hier, dass ihr das hiermit einfach so nachbauen könnt und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, der liegt jetzt irgendwas mit 500 Euro oder so, ne? Und es tut, das ist Hammer, das ist Schnäppchen, das ist echt Schnäppchen, ne? Weil du nicht alles Schönes damit machen kannst. So, dann lass uns mal loslegen, dass wir jetzt mal was Schönes damit bauen. Also, meine Lieben, ich versuche euch das jetzt mal ein bisschen hier zu erklären. Ich mache das mit Lightburn auf meine Art. Ich mache wahrscheinlich 10.000 Fehler, ist mir aber Wumpe. Ich mache das für Anfänger, genauso wie ihr das dann auch machen könnt, wenn ihr noch keine Ahnung habt. Die Profis werden wahrscheinlich Hände über dem Kopf schlagen. Ist, wie es ist. So, als erstes, ich möchte mir jetzt mal eben, ich glaube, das Bildchen sollte ungefähr, boah, machen wir mal 15, ja, 15 mal 15. So, dann gebe ich hier oben erstmal ein 150, hier auch 150. Ihr könnt natürlich auch den Schloss drücken und dann ist das alles zeitgleich automatisch. So, dann habe ich von meinem Laserfuchs-Kumpel Holger gelernt, ich gehe hier drauf, dann gehe ich ins Seitencenter verschieben, habe ich das immer in der Mitte. Das ist jetzt von meinem großen Laser, ne? Also nichts von Wundern. Meine Arbeitsfläche ist jetzt ein bisschen größer. So, das ist jetzt mein Rand, also mein Deckel, was ich haben möchte. Ne? Es wären mehrere Teile ja werden. Ne? Die Ecken möchte ich jetzt rund haben. Dann klicke ich hier unten, seht ihr meine Maus? Ne? Da klicke ich jetzt drauf, da gebe ich jetzt im Radius von Hau mich tot ein, 25 mm. Klicke auf die Ecke, klicke hier auf die Ecke, klicke da auf die Ecke und klicke da auf die Ecke. Und schon habt ihr alle Seiten abgerundet. So, ich gehe wieder zurück. Ist Gewohnheit, immer wieder auf den Pfeil. Dann kannst du nämlich immer wieder hinschieben, wo du willst. Ne? Oder wenn du was markieren musst und so, ne? Als wenn du irgendwo anders drückst. So, will ich nicht, also gehe ich wieder in das Seitenfenster in der Mitte. So, das ist jetzt mein. Müsst euch vorstellen, euer Sperrholzbrett, was er lasert. Hier sollen natürlich jetzt die Füßchen drauf und so. Da kommen wir gleich zu. So, ich will aber hier, das ist jetzt die hintere. Ich möchte noch eine vordere und ich möchte das Teil in der Mitte haben. Ne? So, jetzt mache ich das einfach mal eben duplizieren. Dreimal von vorne rein. Bam, verschiebt das. So, auch nochmal duplizieren. Ihr könnt es auch mit Shortcut, also hier mit STRG und D machen. Ich mache das immer komischerweise mit, sag schon, ne? Mit der Maus. Also, hier ist jetzt hinten. Das wird vorne und hier wird das jetzt in der Mitte. In der Mitte möchte ich aber nur ein bisschen was ausschneiden. Das heißt, ich drücke jetzt auf diesen Kreis hier, ne? Wenn ihr mit Maus drauf, das heißt Versatzformen, drückt ihr drauf und dann, ja, guck, das passt ja schon gleich, ne? Da, 13 mm, boah, können wir auch 15 mm machen, da passt auch. Nach innen, ne? So, das gruppieren wir jetzt mal eben. Rechte Maustaste, gruppieren. So, das heißt, wenn ich das anklicke, dann ist das immer eins. Da kann das nicht mehr verschoben werden oder so, ne? So, da haben wir Schaft. Das ist das für eine Mitte, was ausgeschnitten werden soll. Hinten. Weil das hier, nehmen wir mal an, das hier wird später einfach hier drüber gelegt. Ne?
Aber das kommen wir gleich zu. So, dann nehmen wir mal das vordere. Hier soll jetzt Füßchen drauf. Also werden wir als erstes mal ein paar Füßchen machen. Also Füße. Füßchen. Füße. So. Jetzt wollen wir mal eben die Füße machen. Wie so ein Füße funktioniert, das wisst ihr ja. Aber ich habe da einfach mal im Google mit meinem Handy einen Screenshot gemacht, dass ich ungefähr, klar weiß jeder, wie so ein Quanten aussieht, weißt du. So, habe ich mir ein Bild auf mein Handy, das gucke ich mir ungefähr so ab, wie das ist. So, dann haben wir hier jetzt zum Beispiel diesen Kreissymbol, ja. Da gehen wir auf diesen Kreissymbol, machen das einfach mal eben, keine Ahnung, so, ja. Dann gehen wir da mit der rechten Maustaste drauf. Nee, Entschuldigung, das ist das, was ich sagte. Hier müsst ihr auf diesen Pfeil wieder gehen. Rechte Maustaste in Pfad konvertieren. Ja, so. Dann habt ihr hier links diesen Punkte, wie nennt sie das nochmal? Puh. Ach, der hat so viele Funktionen, ne? Der ist so umfangreich. Einfach hier auf dieses Symbol klicken. So, dann seht ihr hier die ganzen Dinger. Und wenn ihr jetzt hier irgendwas anklickt, dann seht ihr schon, ihr könnt alles verschieben, wie ihr das möchtet. Ne? Und so mache ich das. Wie gesagt, jeder macht das anders. Die Profis sagen bestimmt, was bist du denn für ein Spacko, ne? Ist mir egal. So, ich werde das ungefähr jetzt mal eben sehen, dass ich das ungefähr hinkriege. So, so, so. Die Füße sind hier ein bisschen. So. Und das hier in der Mitte ist so ein bisschen. So, hier unten ist das ein bisschen runder. Wie gesagt, ihr könnt das testen, indem ihr alles anpackt und dreht, wie ihr das möchtet, ne? Wie gesagt, es gibt ja kein Gesetz jetzt oder so, wie so ein Quanten aussieht, ey. So, der sieht schon mal ganz gut aus. So, hier der Kollege, den machen wir mal so. Den schieben wir mal ein bisschen wieder raus. Aber wie gesagt, hier unten will ich das noch ein bisschen runder haben. Seht ihr das? Ihr könnt alles anpacken hier und dann, wie gesagt, ihr könnt das alles, oh, das sah schon ganz gut aus. Das sah schon ganz gut aus, muss ich, wie gesagt, es gibt 10.000 Quanten, ey. So, jetzt kommen die Tone, ne? Ich skaliere das mal ein bisschen, mache ich, upsala, ne, Fischgrubenhaar, ein bisschen kleiner mache ich das, ne? Das heißt, wenn ihr das jetzt dieses, markiert einfach, ne, und ihr in eine Ecke reingeht, dann könnt ihr das skalieren, wie ihr möchtet, ja? So, das haben wir jetzt gemacht. Das sind die Fußsohlen. Jetzt machen wir den Ton. Wir hauen hier einfach mal einen Ton hin. Da. Können wir immer noch skalieren. Wir gehen wieder hier auf den Pfeil. Seht ihr? Ich hoffe, ihr seht meine Maus bei der Aufzeichnung. Und ich möchte meinen Ton entschuldigen. Ich habe das jetzt mit so einem Headset. Ich hoffe, ihr da klappt einigermaßen. So. Machen wir minimal größer. So, dann gehen wir jetzt mal auf Bearbeiten, Duplizieren. Den schieben wir zur Seite, machen den ein bisschen kleiner. Ja? So, da kommt der Gichtfuß hin. So, duplizieren. Schiebe ich wieder zur Seite. Wie gesagt, viele machen das garantiert irgendwie anders, aber ist egal. So, wieder bearbeiten, duplizieren. So, das ist ja schon mal, das wird ja ein Zwieback-Keks, du. Bearbeiten, duplizieren. Ich hoffe, Holger lobt mich und sagt, hi, so was Feines habe ich ja noch nie gesehen. Und das sieht doch schon mal fast aus wie so ein vernünftigen Fuß, oder? Das habe ich auch 5 Zehe, ja. Komm, hier, dieser, ein bisschen zu graut, der kann auch ein bisschen so. So, dass von Optik die Abstände immer so ungefähr ein bisschen gleich sind. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Soll da jeder sagen, das ist kein Fuß, du. Ups, er blifft so. Ich will den nur mal eben kleiner machen. Doch, also das gefällt mir schon so und das werde ich für mein Video jetzt einfach mal so hier lassen. Wie gesagt, das ist ja einfach, jeder erkennt, dass das kein Kühlschrank ist, sondern jeder sieht, dass das ein Füßchen ist, ne? Oder was sagt ihr? Ja, ne? Holger, was sagst du? Ist das ein Quantenohr? Ist ein Faux, ne? So. Ich lasse das so. Also ich finde das ganz gut. Ich bin jetzt wieder auf mein Pfeil. Ich klicke hier im Feld rein, markiere alles.
Seht ihr das? Rechte Maustaste und gruppieren. So ist jedes C, seht ihr das? Alles. Ich kann nichts mehr verschieben. Ne? So, und das soll ja hier reinpassen. Ne? Oder in den ersten, das ist ja auch egal. Das soll ja dann den Deckel werden. So, dann machen wir das einfach mal skalieren. Wir machen das mal ein kleiner. Ne? So wird das eben werden. So, wir wollen das aber jetzt, da soll ja auch noch Namen und sowas mit drauf. Ne? So, diesen Stinkfuß nehmen wir jetzt, bearbeiten und gehen nochmal auf Duplizieren. Wie gesagt, dupliziert ist immer drüber gelegt. Ne? So, jetzt habe ich das zweite. Jetzt gehe ich auf dieses Symbol hier. Seht ihr da, ne? Das ist Auswahl horizontal spiegeln. Da klickt ihr drauf und schon habt ihr das. Ne? Also, ich habe noch nie so fein Pfotenbote. Ja, fein. So. Herrlich, oder? Das sind die Füßchen. So. Das war jetzt erstmal das. So, jetzt nochmal ganz kurz. Ich sehe gerade rechts, das werde ich nochmal auflösen und ein bisschen kleiner machen. Diesen Rand hier, ne, den werde ich wegmachen. Das werde ich nochmal neu machen. Der ist mir doch ein bisschen zu dick, sehe ich gerade. Den mache ich nicht auf 15, den mache ich auf 10. Ach, da soll ja nur eine kleine Kante, dass man nicht reingucken kann. Ne? Das mache ich deswegen auch, damit die Füße und so alles so ein bisschen, da kommt ja noch Lampe rein, ein bisschen Platz hat und nicht da irgendwie was durchsickert, wenn man da reinguckt, da sieht man eine Glühlampe oder so, ne? Darum mache ich das. So, wir markieren alles wieder. Rechte Maustaste and Gruppierung. So, dann wollen wir mal gucken, was wir noch machen möchten. Wir möchten jetzt einen Namen. Ich klicke da drauf, also wir klicken auf dieses Symbol hier. Klicken da drauf und nehmen Namen eben. Wir machen mal Mia. Mia ist von meiner Nichte, die Tochter. Ist noch ganz klein, frisch geschlüpft, die Kleine. Aber ich denke mal, dass wir gravieren das. Wir werden das nicht ausschneiden. Man kann das natürlich auch ausschneiden und so alles. Ne? Ich will das mal eben. Das ist noch nicht so optimal. Ich will dieses Bein. Ups. Ich will das hier mal eben auch eben gruppieren und kleiner machen. So, dann kann klein Mia Maus hier hin. Ne? Das wird graviert. Ja. Und die Füßchen hier, die werden ausgeschnitten. Das wird das Licht sein. So, Mia werde ich gravieren. Da oben habt ihr ja gesehen, hier oben habe ich ganz schnell gemacht, aus Versehen. Könnt ihr die Schriften aussuchen. Hier gibt's so viele Schriften, wie ihr möchtet. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Copper Blank oder was ich auch noch ganz toll finde, das fängt mit, ach, wie heißt sie nochmal? Cream Cake. Das war das. Ach, das sieht doch noch besser aus. Wir machen mal Mia in, das ist eine Damenschrift, Mädchenschrift. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Nee, das wird nicht graviert. Ich werde Mia pink lackieren und da drauf kleben. Dann sieht das noch schicker aus. Ist mir ganz spontan eingefallen. Und dann werde ich Mia einfach hier hinschieben. Weil dieses hier, seht ihr ja, das wird ja ausgeschnitten. Und bevor das Müll wird, werde ich da auch nochmal eben... Genau, das passt. So, und das werden wir ausschneiden. Und das passt. Dann werden wir das dieselbe Farbe machen wie da. Und dann wird das alles ausgeschnitten. Mia, perfekt. Ist das die Größe? Ist gut? Ja. Vielleicht kann man die Füße noch mal ein bisschen größer machen, ne? Oder? So. Wie gesagt, es gibt so, du hast so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. So, dann schieben wir hier wieder rüber, weil das wird mit ausgeschnitten. Das lackiere ich schön und dann bam. Genau, so, jetzt möchten wir ganz normal ein paar Sterne haben. Jetzt bin ich kein Holger, Grafikbibliothek habe ich noch nicht, wo man sowas reinpacken kann. Ich hole ihm ganz kurz eben was.
So, wir sind wieder dabei. Und zwar folgendes. Ich hatte mir ja immer, ich kaufe mir auch immer viele so Lizenzen, was ich verwenden darf und so, ne? Dann brauche ich nicht immer alles neu machen. Oder neu kaufen. So, dann haben wir hier ganz viele Herzen. Und was ich denn nehmen kann, ne? Also wenn ich jetzt mal eben hier so was gucken kann. So, dann sehen wir hier ganz, ganz viele Herzen mit Nummern drauf. Ne? Also 30 können wir uns schon mal eben eventuell merken. Oder was nehmen wir da nochmal eben? Na, die 45 finde ich jetzt ganz gut. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ne? Das ist jetzt nur die 45. So. Die 45. Dann gehen wir wieder auf Importieren. Dann haben wir hier die Zahl 45. Bam. Und da habe ich mein Herz. Zacki. Seht ihr, ne? So, das ist mein Herz. Bisschen drehen. Aber ich überlege gerade, ich will ja Einlinien haben, ich will das nicht beides haben. Das heißt, ich werde ganz normal rechte Maustaste, Gruppierung aufnehmen. Und ich werde den Kollegen in der Mitte einfach löschen. Das soll ja auch ein bisschen was leuchten. Ne? So, zack. So, ein Herz. Dann machen wir duplizieren. Den hauen wir natürlich irgendwo noch ein bisschen mehrmals irgendwo hin. Ne? Verschiedene Größen eventuell. Ne? Bearbeiten, duplizieren. Keine Ahnung, irgendwie so. Ja, wie gesagt, du kannst auch Schafe machen, du kannst auch einen Leuchtturm dahin kloppen, ey. Du kannst auch von irgendwie Merkels Gesicht hindrücken oder so. Du hast so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Aber ich glaube, das will keiner, ne? So. So lassen wir das. So lassen wir das. Erstmal kann ich alles rot markieren, weil das wird alles ausgeschnitten. Ne? Das hier wird auch alles ausgeschnitten. Aber das lasse ich erstmal so, weil ich habe Platten, die sind 30 mal 30 Zentimeter. Was habe ich hier gemacht? Die sind hier 15. Das heißt, es wird richtig knapp. Also, entweder machen wir das kleiner. Ja, wir machen das minimal kleiner, dann passt das auch jedes Mal auf eine Platte drauf. Aber wie waren wir? Naja, nicht zu klein, ne? Nicht zu klein. Nee, nee, wir lassen das so. Sonst sieht man ja nichts, ne? So, dann kommt die kleine Mia nämlich hier denn so hin. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Du kannst auch Schriftzüge, du kannst so alles machen, was du möchtest. Ne? Also wie gesagt, ist ja keine Fantasie, ist keine Grenzen gesetzt, ne? So lassen wir das einfach erstmal. Das wird ausgeschnitten, das wird ausgeschnitten. Mia nehmen wir eben wieder weg. Die kommt ja hier mit drauf. So, folgendes. Das wird jetzt die Oberseite. Das wird die Rückseite. Und das wird das Teil, was auf die Rückseite draufkommt. Außer jetzt Mia natürlich. Ne? Die wird ja einfach nur mit ausgeschnitten. Weil wir hier ja eben, sag schon, das kommt ja sonst weg. Und das können wir gleich nutzen. So, und dann können wir das auch gleich nutzen mit, wir wollen ja noch im Füße haben. Dann machen wir das ganz einfach. Wir nehmen mal eben Füße, dass der nicht umkippt. Wie groß ist der? 62. Haut hin. Machen wir einfach mal 60. Dann haben wir eine runde Zahl, 6 cm. Ups, nicht 600. Dann haut das auch hin, ne? So, das runden wir aber auch mal ein bisschen ab. Nicht so viel, das runden wir mal ganz kurz ab auf 10. Wir drücken hier unten auf, ne? Siehst du, gibst du wieder 10 ein. Und dann gehst du auf jede Ecke. Eine Ecke, zwei Ecke, drei Ecke, vier Ecke. Ne? So, das sind die Füße, die hier drauf kommen, wo das draufgestellt, draufgeklebt wird. So, jetzt ist das so, dass ich immer, fast immer mit 3 mm arbeite. Das heißt, es kommen 3 Schichten drauf. Ne? Es kommen 4 Schichten drauf, habe ich spontan überlegt, damit das auch ein bisschen mehr Leuchtkraft gibt, dass das nicht so gedrungen von innen aussieht. Also haben wir 12 mm. Dann baue ich mir hier einen 12 mm Kasten hin.
Also erstmal gucke ich überhaupt, wie breit er ist, ne? Wie gesagt, viele machen das wahrscheinlich jetzt auch anders, ne? 32 breit. So, 32 breit. 32 Millimeter. Und dann haben wir gesagt, 12 Millimeter dick. Ne? Du kannst hier oben einfach 12 eingeben. Zack, ne? So, und das ist das Ding hier. Das kommt hier rein. Seht ihr das? So, jetzt muss ich eben überlegen, dass ich keinen Denkfehler habe. So. Ich möchte, manchmal, wie gesagt, ich habe das nicht geplant. Ich habe das gar nicht geplant, sondern das ist der Fuß, das ist die Unterseite vom Fuß. Das hier soll, das ist der Platz, wo das reinkommt. So, dann machen wir das so. Dieses hier dupliziere ich noch einmal. Dupliziere ich noch einmal. So. Dann hau ich den. Komm rein, mein Freund, hier rein. So. Jetzt denke ich mal, seht ihr, was ich meine, was ich haben möchte, ne? Und so kann das mit ausgeschnitten werden. Dann habe ich hier das obere Teil und das untere Teil. Das klebe ich hier mit drauf und das habe ich in der Mitte frei. Versteht ihr mich? Wo das denn drauf gesteckt wird. Und dann schon haben wir einen Fuß. Oh, perfekt. Seht ihr, das ist genau exakt gleich. Seht ihr das? So, das hauen wir hier aber auch schon mit rein. Weil, wie gesagt, da mit rein, weil das Rest ist. Dieses mittlere, das Rest, dann kann das gleich mit, also bevor wir wegschmeißen, haben wir eine Funktion und dann können wir es nehmen. So, haben wir irgendwas vergessen? Nein, ne? Wie gesagt, der Name kommt dahin. Vielleicht kann man noch irgendwie Mikroherz unten links in die Ecke ganz klein nochmal eben machen. Oder hier einfach hin oder hier hin. Wie gesagt, soll ja nicht irgendwie jetzt alles so Picobello ausgerichtet sein. Aber wie gesagt, da müsst ihr wissen. Ihr könnt ja auch, ne? Ich denke mal, so sieht das ganz gut aus, oder? So sieht das ganz gut aus. Was man noch machen könnte, ist hier unten. Und das kann man gravieren. Das machen wir auch. Das wird gelasert. Das wird graviert. Da muss ich erst mal gucken, wann die Kleine geboren worden ist. Ey. Baujahr. Oh Herr, ich habe schon so oft was für die Kleine gemacht und jedes Mal vergesse ich das. Muss ich gucken. Ich gucke mal. So, ich habe es gefunden. Und zwar gehen wir hier wieder auf Text eben. So. Dann machen wir das mal im Kleinen. Sie ist geboren am 5. So, wir nehmen dieselbe Größe wieder. So, 5.2. Geht kein Punkt. Nee, aus irgendeinem Grund nimmt er keinen Punkt. Ist auch egal, dann nehmen wir einfach mal eine andere Schrift. Ich weiß gar nicht, warum diese Schrift jetzt keinen Punkt macht. Egal. So, dann machen wir das so. 5.2. Das duplizieren wir. Weil dann habe ich immer, mache ich so, mache ich das immer. Dann habe ich gleich dieselbe Schriftgröße und so, ne? Dann muss ich mal gucken, wann die Kleine jetzt, wie viel die nochmal gewogen hat. Nicht, dass sie mich später mal irgendwann zusammenscheißt. 16,53 sehe ich gerade. So. Gramm. Und sechzehn ist sie geboren. 16:53 Uhr. Machen wir mal einen Punkt, ne? Sieht schöner aus. So. So, das sieht doch mal. Wie gesagt, ey, du kannst alles machen, was du willst. Du kannst alles ändern. Kines. Ich will ein bisschen kleiner machen, soll nicht so klobig sein. Ne? Und die Schrift, wie gesagt, das wird keine Linie, das wird gefüllt. Ne? Das wird natürlich jetzt gefüllt.
Rot wird eine Linie. So, das wird gefüllt. So lassen wir das. So lassen wir das. Und ich habe hier gerade einen Denkfehler gehabt. Ich muss das ja zweimal machen. Das wären ja zwei Füße, ne? So. So. Und dann duplizieren wir das nochmal. Und haben das perfekt. Guck euch das an. Und dann schieben wir das noch minimal rüber. Und so passt das perfekt da rein. So. Das wird ausgeschnitten. Das wird alles ausgeschnitten. Das wird in eine andere Farbe bekommen. Und ich mache das die Farbe blau. Ich mache das deswegen blau, weil, wenn ich das jetzt außerhalb von diesen außerhalb von diesem Ding mache, ne, dann ich kann nichts zur Seite schieben. Darum gehe ich jetzt auf nicht ausgeben, noch nicht ausgeben. Ne? Weil, wie gesagt, das werde ich jetzt schwarz lassen. Oder ich gebe einfach, ich mache den grün. Linie gebe ich auch noch nicht raus. Oh ne, der ist ja so eine fiese Farbe. Machen wir dunkelblau. Ey. Linie. Haben wir den schon? Dann mache ich die auch nicht. Mich verarschen oder was? So, dann machen wir diese hier. So, Linie. Weil das wird nicht ausgegeben. Noch nicht. Wir wollen erstmal das hier machen. So, wir werden erstmal diesen hier lasern. So haben wir alles vorbereitet. Jetzt ist alles fertig. Ne? Und das Pinke hier, das ist jetzt, ne? Seht ihr hier, das ist jetzt, das schieben wir nach oben hin. Das soll als erstes sein. Ne? Füllen. Das füllen wir als erstes. Danach wird rot ausgeschnitten. Wenn das fertig ist, deaktivieren wir das, nehmen wir diesen zweiten und wenn das fertig ist, nehmen wir diesen dritten. Das mache ich deswegen, damit ich nicht durcheinander komme oder dass ich was hier außerhalb vom Bildschirm, wenn ich das jetzt hier hinschieben sollte, ne, schon wieder. So, wenn ich hier hinschieben sollte, ne, dann fährt der Laser dahin, er will dahin fahren in diesem Bereich und das geht nicht. Also deaktiviere ich das Output aus. Ne. Wir fangen einfach jetzt hier mit. Ach, das sieht toll aus. Muss ich sagen, das sieht toll aus. Und eben auf die Schnelle, ne? Dann wollen wir das mal eben so ein bisschen jetzt eben machen. Ach ja. Wie gesagt, wir müssen erstmal gucken. Ich muss die ganzen Parameter für die Laser erstmal gucken. Wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Mit Linie. Wie schnell und was für eine Geschwindigkeit. Ich denke mal, wir machen jetzt Geschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung. 300 und Leistung 100. Geschwindigkeit? Nein, ich dachte, das wäre Hammer. Doch. 100. Das sollte gehen. Werden wir sehen. So, wir testen das hier mal. Ich bin gleich wieder da.
einfach ein bisschen Pink Lack. Einfach da drüber. Fertig. Die kleinen Füße habe ich schon geleimt. Die können schon mal trocknen. Ich habe ein total das bescheuerte Holz genommen. Das fährt natürlich hier, das ist extrem, gibt Schmauchspuren ohne Ende. Das habe ich von so einem Schrankrückwand. Also wie gesagt, ihr könnt anderes Holz nehmen, wie ihr wollt, aber muss ich nochmal drüber schleifen auf jeden Fall. So, ich werde auf jeden Fall erstmal diesen Deckel hier verkleben. So. Einmal ein bisschen Leimdrupp. Wie gesagt, das wird ja nochmal geschliffen jetzt, weil das extrem schmuddelig ist, die Scheiße. Ich weiß auch nicht, was für ein Holz das ist. Ich arbeite normalerweise immer mit Birke. Aber das ist definitiv keine Birke. So. Einmal. Jetzt kommt der zweite auch drauf. Ja, kleine Kelle zwingen. So, der kommt auch drauf. Dann sieht das schon mal so aus, ne? Den nimmst du einfach so, lässt du im hart werden. Und den Deckel machen wir ganz zum Schluss. Den schleifen wir aber auch nochmal ab. Der sieht auch echt toll aus, ne? Aber auch hier, weil ich da angepoachet habe schon, ne? Eben abschleifen. Dann passt das. So, hier ist jetzt der Name. Das habe ich jetzt, sag schon, lackiert, getrocknet. Und jetzt mache ich so eine Sprühkleber. Bisschen. So, der auch. So. Ich hoffe, das hält. Da bin ich mal gespannt, wie der klebt, du. Natürlich sehr filigran, da müsst ihr aufpassen, ne? So, hier der I-Punkt. Perfekt. So, Heißklebe mache ich schon mal an. Ich habe von Amazon immer so Silberdraht, nennt sich das, ne? Das ist so mit Timer, die kann man kürzen und die nehme ich immer. Ich habe jetzt hier hinten, habe ich mit Laser ganz vergessen, ein Loch reingeschnitten. Da werde ich jetzt ganz normal das Ding durchstecken hinten. So. Wie gesagt, wir können das immer noch kürzen, das ist gar kein Problem. Ich stecke das jetzt mal durch, wie ich es haben will. So. So, und dann habe ich hier für meinen Shop zum Fixieren immer solche Nageldinger. Das nutzen die Frauen immer. Ne? Dann habe ich zweckentfremdet. Da kannst du das richtig, die kannst du einzeln abmachen. Ne? Und dann, wie gesagt, ich mache ja öfters mit Lampen. Und dann kann ich das nämlich schön hier fixieren, wie ich das haben möchte. Und später kann ich das dann schön mit meinen stehe ich drauf. Und kann ich das dann schön mit meinen Ding Heißklebepistole kleben. Zack, zack, seht ihr das? Ja, das Ding ist da am Weg, ne? So. Wie gesagt, es gibt so viele Dinger. Ich verlinke euch auch mal die LEDs. Ne, die sind nicht teuer. Ich glaube, die kosten 3 Euro oder so. Ist mit Timer. Ich nehme immer mit Timer. Damit dann auch, wie gesagt, die Babys schlocken sollen. Ne? Ist auch nicht zu hell. So. Ne? Ist nur zum Fixieren, nehme ich diese Nageldinger immer. Weil es dauert ja ein paar Sekunden, bis hier der Heißklebepistole warm ist, ne? Verloren. So. Bis das warm ist und darum mache ich das immer so. So. Geh da jetzt hin. Der zweite Mal. Die gehen immer ganz gut, aber Vorführeffekt. So, geh dann da. Ich da direkt in die Ecke muss, ne? So, schön. In der Ecke habe ich noch einen hin. So, und dann sieht das so aus.
könnte natürlich dennoch noch mehr rummachen, aber ich mache das nur am Außen. Ne? Vielleicht können wir auch noch einen zweiten Gang rummachen, ne, der dann ein bisschen heller von drinnen ist. So bleibt das jetzt. Das schneide ich hier ab. Wie gesagt, man kann das schön kürzen, wie man möchte. Und ready. So, jetzt habe ich meine Heißklebepistole. Und da gehe ich jetzt eben ganz kurz mal in die Ecken. Punktuell, falls sich was löst. Ne? So. Und jetzt haben wir hier den Deckel, den schleifen wir gleich auch nochmal ab, wenn er drauf ist. Ne? Der kommt da drauf und dann seht ihr schon, wie toll das leuchtet. Ne? Schon ist er drauf. Die Kante, den Herz, hätte man ein bisschen weiter in der Mitte machen können. Habe ich jetzt einfach nur, weil das alles schnell ging für ein Video. Drinnen sieht man die Lampe, aber ist ja egal. Das ist einfach nur eben zum Testen, ne? Wie das geht. So, meine Lieben, das habe ich damit schön gemacht. Ne? Dann seht ihr, hier ist echt toll das Ding. Ne? Und das geht so einfach damit. Ihr könnt natürlich jede Größe nehmen. Ne? Meine Lieben, das war das. In der Beschreibung ist ein Link drin. Ne? Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Tschüss.